MJP. So, hallo und hi zu einer neuen Folge. Was ist mit dem Rohr und dem Magnet? Wenn ich jetzt öfters hier reinschieße, dann müsste hier eine Temperaturänderung folgen. So. Irgendwas bremst sehr, sehr die Objekte, also die Magneten. Dadurch sollte man sieht schon hier den Treffer, aber das ist, wenn ich in die, an die Wand prall. Das macht natürlich ein bisschen Hitze, aber der Rest. Ja, das ist halt, weil du nicht genau einschießen kannst, aber der Fleck ist eindeutig, ja. Wir können das leicht nachprüfen. Wenn wir einen echten Stahlball durchschießen, nur das Setup ist wirklich der Hammer. Aber ja, klar. So, anyway. Also das bleibt stehen in die ersten 30 cm. Jetzt wird es wieder eingekriegt. So, wenn ich jetzt nur mit der Hand hier drauf greife, ein bisschen länger, dann sehe ich das, dass das wärmer geworden ist, das Rohr. Also nur das leichte Draufdrücken mit der Hand reicht schon. Wie gesagt, das macht jetzt hinten gleich mal einen Knaller, weil jetzt schießen wir mal, und jetzt schieße ich absichtlich ein bisschen an die Wand drauf, nach oben. Au, natürlich auch gekriegt. Wo hast du denn sonst gleich? Ja? Aber weil es zurückgekommen ist. Ja, aber hier sehe ich eindeutig den Streifen hier, wie ich dran drauf war. Also, wenn sich da nichts tut, stößt vier Magneten durch. Das stoppt ja, man sieht ja, wie die stoppen. Das ganze Rohr bewegt sich. Ja. Aber wie gesagt, das ist immer mit dem. Es ist viel zu warm hier, ich tue es gerade runterkühlen. Auf 17 Grad, dass wir einen gescheiten Unterschied kriegen, weil ehrlich gesagt ist jetzt wenig Kontrast drin in der ganzen Geschichte. Also der Punkt da vorne ist immer noch heiß. Das ist relativ. Wenn ich 37 Grad von der Hand.
Ist jetzt unten eine Reflexion oder hört das irgendwann nicht mehr auf? Das ist komisch, dass das da unten den Punkt erhöht. Wenn ich diese Projektile abbremse aus der Geschwindigkeit, dann muss da mehr passieren als kleiner roter Punkt irgendwo. Ja, das ist eine Kerzenflamme, mal ein bisschen hinhalten. Das bleibt ewig. Und wir haben 300 Meter pro Sekunde, 20 Gramm wird gestoppt auf 20 Zentimeter. Da müsste Hitze entstehen auf dem, im ganzen Rohr, wenn das eine Dinggeschichte ist und nicht fuhren beim Ding, wo die Kugeln zuerst mal anschlagen oder so. Das ist. Das müsste im ganzen Bereich hier müsste das zu sehen sein. Ist es aber nicht. Nicht um die Burg. Da kann ich. Durchballern, so viel ich will, es passiert ja nichts. Es müsste ja in dem Bereich irgendwo die Bremsung sein. Sie ist ja da. Ja, gute Punkte ist da unten, aber in dem Rohr tut sich gar nichts. Und wenn wir das jetzt mal Projekt da drinnen, das Rohr. Ja, da liegt der ganze Haufen von Kugeln, die kommen nicht weit. Ja? Die kommen gerade bis daher. Ich kann den halben Lauf absägen und das Rohr absägen und das geht immer noch nicht aus. Also Leute, ich habe da eine Erklärung dazu und ich lasse die auch heute raus, weil es mir schon am Arsch geht, dass ich das nicht rauslasse. In Englisch. Tschüss dabei.